absolut. Ja, aber es ist ein ganz tolles, es ist ein ganz kleines, schnuppiges Turnier. Findet seit 16 Jahren statt und ist immer wieder eine ganz, ganz tolle Aktion. Da wird viel gefeiert, viel getrunken auch, wird viel Spaß gehabt, aber auch ordentlicher Sport geboten. Das ist schon eine ganz besondere Atmosphäre dort. Also, von daher schlägt mein Braunschweiger Herz auch ein ganz, ganz klein bisschen für die Rhein-Neckar Bandits. Und wir hoffen alle, dass wir hier ein ganz spannendes Spiel erleben werden. Wir haben schon zwei Endergebnisse aus der GFL, aus zwei Viertelfinalen aus Dresden. Genau, damit stehen schon mal also zwei Halbfinalteilnehmer fest. Die Dresden Monarchs haben sich durchgesetzt gegen die Munich Cowboys. Mit 59 zu 14, ja, also sehr deutlich. Und das zweite Viertelfinale zwischen den Schwäbischen Unicorns und den Berlin Adlern ging 42 zu 13 aus, aber für die Berlin Adler. Das ist, glaube ich, die größte Überraschung, dass der Nordvierte den Südersten so deutlich vor allen Dingen auch im eigenen Haus schlägt. Aber wie stark die Adler sind, konnten wir diese Saison schon mehrfach beobachten. Sie hatten ein großes Comeback im Euro Bowl. Sie haben die Lions in einem bemerkenswerten ersten Quarter in Berlin dominiert. Sie haben die Dresden Monarchs geschlagen. Sie haben eigentlich nur zweimal gegen Kiel verloren. Ansonsten haben sie gegen jede Mannschaft einmal gewonnen, einmal verloren. Ja, ja, richtig. Also, sie haben auch jetzt gegen Ende der Saison doch gezeigt, dass sie nicht zu rechnen ist. Und auch mit dem Sieg heute noch mehr. Also, nicht zu rechnen ist. Als Vierter den ersten Schlag ist nicht so ohne. Ja. Und das, obwohl ihr Headcoach Vanja Müller aus gesundheitlichen Gründen zurückgetreten ist. Vielleicht das auch einfach nochmal Gruß der Mannschaft an Vanja Müller, den wir ja auch hier in Braunschweig ein paar Jahre als Backup-Quarterback hier in den Reihen der Lions begrüßt wurden. Ja, zum heutigen Gegner. Die Bandits haben eine ziemlich gute Erfolgsgeschichte geschrieben, sind vor einigen Jahren aufgestiegen, ich glaube 2008 in die GFL 2, sind dann vor ein paar Jahren dann auch in die GFL aufgestiegen. War das letztes Jahr? 2012 war der erste. Genau, haben es dann gleich in die Playoffs geschafft und konnten dieses Jahr den zweiten Platz, den sie ja überraschend hatten, nicht verteidigen, sind Dritter geworden, nein, sind Vierter geworden. Hinter den Munich Cowboys dann noch und werden zum ersten Mal hier in Braunschweig zu Gast sein. Also von daher können wir sehr gespannt sein. Es ist eine sehr starke Mannschaft, coached von, wie heißt Papa Washington? Washington? Wie heißt der denn mit Vornamen? Ja. Danny und Marvin. Marvin, genau. Coach von Marvin Washington. Sein Sohn Danny ja früher auch als Running Back unterwegs, auch als National Running Back. Auch immer noch. Ja, und aber im Moment spielt er hauptsächlich in der Defense als Linebacker. Und ist dort auch sehr, sehr erfolgreich, also sehr Allround-Spieler. Ja, sehr gefährliche Spieler. Ja. Also, ich kenne ihn ja auch persönlich und freue mich immer, also wenn ich in der Nationalmannschaft zumindest sehe, dass er den Ball bekommt, freue ich mich, weil ich weiß, dass er einfach ein gefährlicher Spieler ist. Wenn er natürlich gegen mich spielt, ist das was anderes. Da freue ich mich nicht so sehr, wenn er den Ball bekommt. Er ist wahrscheinlich ziemlich schwer zu tackeln. Ja, er ist extrem wendig und liest wirklich super. Also, er hat ein sehr gutes Auge für die Lücken, muss ich schon sagen. Ja, wer auch ein gutes Auge für die Lücken hat, ist der Quarterback der Bandits, Marco Ehrenfried, den wir dann mit der Nummer 3 hier gleich grüßen dürfen. Ihr werdet ihn dann in der Zwischenzeit noch von ein paar Turnern hier unterhalten, praktisch im Vorprogramm hier. Ehrenfried, mal schauen, könnte er der Nachfolger von Joachim Ulrich eventuell werden in der Nationalmannschaft. Joachim Ulrich von den ehemals Quarterback der Marburg Mercenaries, der jahrelang die deutsche Nationalmannschaft angeführt hat, jetzt der zurückgetreten ist als Nationalspieler und auch in der GFL. Jetzt heißt es ja für die EM nächstes Jahr schauen, wer in seine Fußstapfen tritt. Da hat, glaube ich, der Ehrenfried ganz gut getan. Auf jeden Fall ein junger, sehr talentierter Quarterback. Zusammen mit Demers von den Düsseldorf Panther und natürlich auch mit Mike Friese. Auch wenn Mike bei in Braunschweig in Häkchen nur Backup ist, aber gut. Mann. Er ist immer ich da, glaub, wenn man ihn gebraucht Casey hat. Bei Casey gibt es nicht viele Quarterbacks, die nicht Backup wären von Casey. Ja, ich glaube selbst José, der hinter uns das Spiel mit beobachtet.
wäre hinter Kelce tatsächlich auch nur Backup. Ja. Obwohl Jordy wirklich ein toller Quarterback ist. Definitiv. Ja. Aber Kelce ist halt irgendwie so eine andere Liga einfach. Ne? Das ist wirklich ein Glücksgriff, ihn hier in Braunschweig zu haben, den weißen Tiger Kelce Terrio. Haben auch interessante Geschichten von Jordan Fried. Der war, glaube ich, als vor 2 Jahren zum Team Wars mit eingeladen, als Quarterback. Gibt er jedes Jahr im Junioren-Level, also bis 19 Jahre, einen Vergleich zwischen dem Team World gegen dem Team USA, wo halt aller Welt natürlich, wie der Name sagt, Team World wollte zusammengelegt werden. Und dann war er als hauptsächlich Backup-Quarterback, aber als Quarterback dabei als Zweiter. Das ist schon eine ziemlich große Ehre. Und gab es auch bisher noch keinen Deutschen oder Europäer überhaupt, der das geschafft hat auf der Position des Quarterbacks. Ja, das ist aller Ehren wert. Definitiv.